Herr Präsident, anwesende Damen und Herren, die Zuschauer auf den Tribünen, vor den Fernsehgeräten, die Kameraden in der Heimat und vor allen Dingen in der Ferne. Die Sicherheit Deutschlands wird auch am Hindukusch verteidigt. Diesen Satz hörten wir in der Vergangenheit recht häufig. Dieser Satz war damals falsch, und er ist es heute umso mehr. Viele von Ihnen, die heute hier sitzen, haben mehrfach dem Aufenthalt unserer Truppen in diesem Land, in Afghanistan, zugestimmt, mit allen Konsequenzen, die damals und auch heute daraus erwachsen sind. Schon seit 18 Jahren Kriegszustand. Seit 18 Jahren hört man immer dieselben Floskeln. Wir müssen Geduld haben. Dieses Land ist anders. Wir dürfen nicht unsere Maßstäbe anlegen. Wir müssen das Beste daraus machen. Wir dürfen nicht vorschnell handeln. Man muss seine Erwartungen zurückschrauben. Wir dürfen unsere Erfolge nicht gefährden und so weiter und so weiter. Nur wo sind in 18 Jahren die Erfolge? Wo sind die selbstgesteckten Ziele? Wo ist die kritische Selbstreflexion als legitimierter Volkssouverän? Was wollten Sie nicht alles in diesem Land erreichen? Legitime und stabile Staatlichkeit, nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung, die afghanischen Konfliktparteien in einen Friedens- und Versöhnungsprozess führen, Strukturen schaffen, die den unseren gleichen, und noch vieles, vieles mehr. Man hat die Augen davor verschlossen, dass zu viele verschiedene Interessen existieren, die für unsere Vorstellungen nicht greifbar waren und bis heute auch nicht vorstellbar sind. Von Jahr zu Jahr hat man Durchhalteparolen ausgegeben, wie wichtig und unabdingbar der deutsche Einsatz am Hindukusch ist. Und eben haben wir es ja auch wieder gehört. Militärisch ist man damals in die Fläche gegangen mit dem Irrglauben, man könnte das Land kontrollieren. Man verschanzt sich auf den Höhen 431 und 432. Ernst Jünger hätte es in seinem Buch In Stahlgewitter nicht besser beschreiben können. Mit Patrouillen will man den Einsatzraum beherrschen, Hinterhalte, Sprengfallen und infanteristische Gefechte. 2. April 2010, Isakel in der Provinz Kunduz. Deutsche Fallschirmjäger geraten in einen Hinterhalt der Taliban und kämpfen tapfer, bis sie unter größten Mühen entsetzt werden können. Hauptfeldwebel Nils Bruns, Stabsgefreiter Robert Hartert und Hauptgefreiter Martin Augustiniak sind bei diesem Karfreitagsgefecht gefallen. Gefallene deutsche Soldaten, Verwundete an Körper und Seele, das sind die Ergebnisse von 18 Jahren Bundeswehr am Hindukusch. Sie, die hier sitzen, Sie sprechen von Erfolgen, ich spreche von erbrachten Opfern. Sie verlangen, dass die Kinder unserer Nation für dieselbige ihr Leben einsetzen, nehmen den Kameraden aber das soldatische Selbstverständnis, Treue um Treue zu leben und es auch zu benennen. Treue um Treue ist unabdingbar, wenn man solche Situationen überstehen, ja, wenn man sie überleben will. Eine Generalität hat sich gebildet, für die Angst schon zur Morgenparole gehört, wo Karriere wichtiger ist, als sich schützend vor die eigenen Soldaten zu stellen. Wir brauchen mehr aufrichtige Offiziere als willenlose Paladine, die jeden Auftrag einer unfähigen Ministerin ohne Murren ausführen. Heute setzt der Außenminister Maas auf eine friedliche Koexistenz mit den Taliban, die man noch vor Jahren mit allen Mitteln bekämpft hat. Wirtschaftlich gibt es in diesem Land keine nennenswerten Erfolge. Afghanistan ist der größte Drogenexporteur der Welt. Den Milliardengewinn heimsen die islamischen Taliban ein, und der IS ist mittlerweile auch schon beteiligt. Wer glaubt, die Taliban werden all unsere westlichen Werte und Errungenschaften dulden, der hat nicht verstanden, was diese Menschen antreibt und vor allem, was ihre ureigene politische DNA ist. Es gibt keinen klassischen Staat Afghanistan. Es gibt Ethnien, die über Jahrhunderte jeder ihre Interessen vertreten haben. Und das werden sie auch in Zukunft tun und nicht uns zuliebe ablegen. Wir müssen nicht darauf warten, dass die USA ihre Truppen abziehen oder deutlich reduzieren. Dieser Einsatz ist gescheitert und war es schon, als der erste deutsche Soldat dieses Land betreten hat, was einer inkompetenten militärischen Führung geschuldet war und auch immer noch ist. Heute will man die sogenannten afghanischen Sicherheitskräfte befähigen, alleine die Kontrolle zu übernehmen in diesem Land. Ich will nicht in Abrede stellen, dass die Soldaten und Polizeieinheit kämpfen und auch bei diesen Einsätzen fallen.
Aber die militärische und zivile Struktur ist noch Jahrzehnte davon entfernt, all das alleine zu bewältigen, wenn es ihnen denn überhaupt gelingt. Wir haben jetzt die Option, auszusteigen. Nutzen wir sie. Ich möchte mit den Worten von Mark Lindemann enden aus dem Buch Unter Beschuss. Den tapferen Männern und Frauen im Einsatz wünsche ich allzeit viel Soldatenglück, eine gute Führung und dass es ihnen stets gelingt, ihren Auftrag zu erfüllen. Auch wenn ihre Entbehrungen und Opfer von der deutschen Öffentlichkeit noch nicht annähernd angemessen gewürdigt werden. Holen wir unsere Soldaten nach Hause. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, das also war vorhin die Rede von Jens Kästner für die AfD-Fraktion. Wir sind jetzt live hier wieder im Plenarsaal. Die namentliche Abstimmung, das sehen Sie daran, wie schön die Abgeordneten sich wieder auf ihre Plätze gesetzt haben, ist passé. Jetzt gibt es hier noch ein paar Abstimmungen zu Anträgen. Dann wird gleich das nächste Thema aufgerufen. Auch das befasst sich mit der Verlängerung eines Bundeswehreinsatzes. Es stehen aber dann auch Ergebnisse aus namentlichen Abstimmungen an, eben die von der Debatte eben zur Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes. Aber es steht ja auch noch aus die Abstimmung, das Abstimmungsergebnis zur Besetzung des Sondergremiums für den Euro-Rettungsschirm, das hier abgestimmt wurde und wo es darum ging, ob der AfD-Abgeordnete Peter Böhringer in dieses Gremium gewählt wird, ja oder nein. Das wissen wir im Moment noch nicht. Das Abstimmungsergebnis ist noch nicht bekannt. Das von der zur Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes auch nicht. Der nächste Bundeswehreinsatz, der hier beraten wird, die Verlängerung eines Einsatzes, handelt sich um den Einsatz mit dem Namen Sea Guardian. Und das ist ein Bundeswehreinsatz im Mittelmeer, eine NATO-geführte Sicherheitsoperation, die einerseits den Waffenschmuggel unterbinden soll, andererseits aber auch das Schleusertum bekämpfen soll. Die Bundeswehr hat für diesen Einsatz eine Mandatsobergrenze. Das ist ja das, was immer festgelegt wird, die Mandatsobergrenze. Und von Fall zu Fall wird sie dann ausgereizt oder es werden weniger Soldaten geschickt. Eine Mandatsobergrenze also von 650 Soldaten. Das derzeitige Mandat läuft Ende dieses Monats aus. Die Verlängerung gilt für ein Jahr und würde dann bis zum 31. März 2020 gehen. Die Linksfraktion hat schon im Vorfeld kritisiert, dass große Teile dieses Einsatzes vor der libyschen Küste stattfinden, vor einem unsicheren Land. Gerade dort, heißt es in einer Kritik des linken Wehrexperten Matthias Höhn, gerade dort, wo ein Streichholz genügt, um eine Region in Brand zu setzen, hat die Bundeswehr nichts verloren. Sicherlich gibt es auch dazu unterschiedliche Meinungen. Die erste Rednerin in der Debatte ist jetzt gleich die SPD-Abgeordnete Daniela Derrida. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Gäste! Wir wollen heute das Mandat Sea Guardian für ein weiteres Jahr verlängern. Die Aufgaben der maritimen Sicherheitsoperation Sea Guardian umfassen im Wesentlichen drei Aufgaben. Erstens die See- und Luftraumüberwachung im Mittelmeer. Zweitens darauf aufbauend nämlich eine aktuelle Lagebilderstellung. Und drittens die Bereitstellung von Informationen für weitere Sicherheitsoperationen. Für die Bundeswehr ist Sea Guardian eine Mission mittlerer Größe mit der Personalobergrenze von 650 Soldatinnen und Soldaten. Ja, der Blick auf das Mittelmeer eröffnet eine große Fülle an Chancen und Herausforderungen mit Blick auf Sea Guardian. Die Seewege über das Mittelmeer sind nicht nur für die Küstenstaaten Lebensadern. Auch hier in Deutschland sind wir abhängig von den Güter- und Warenverkehren über das Mittelmeer. Auch sei daran erinnert, dass rund 65% des Energiebedarfs Westeuropas durch Gas- und Öllieferungen über das Mittelmeer gedeckt werden.
Doch durch die instabile Lage in einigen Staaten des Mittelmeers sind diese Lebensadern zunehmend in Gefahr. Ich will nur ein paar Aspekte nennen, nämlich Schmuggel von Menschen und Waffen, Piraterie, Korruption und Terrorismus. Die brechen sich hier Bahn. Und auch das Mittelmeer, das will ich gar nicht verleugnen, ist für viele Flüchtende zum feuchten Grab geworden. Damit diese Entwicklung eingedämmt werden können, bedarf es eines genauen Lagebildes und einer tagesaktuellen Sicherheitslage, die damit beschrieben werden kann. Und dies tut eben die Mission Sea Guardian. Die Flotte wirkt, auch wenn das einigen hier im Saale, wir hören es ja schon, nicht gefallen wird, durch ihre bloße Präsenz im Mittelmeer eben auch schon abschreckend auf Schlepper, Schmuggler und Piraten. Und damit stellt Sea Guardian einen ganz wesentlichen Ordnungsfaktor im gesamten Operationsgebiet dar. Und nun stellen Sie sich einen kleinen Augenblick mal vor, es gäbe die Sea Guardian-Flotte im Mittelmeer nicht. Wie einfach würden wir es dem Menschen- und Waffenhandel dort machen, liebe Kolleginnen und Kollegen? Doch Sea Guardian ist mehr als nur eine Überwachung des Mittelmeerraums. Diese Mission stellt auch kritische und wichtige Informationen für ihre EU-geführte Schwesteroperation SOFIA zur Verfügung. SOFIA wiederum hat den Auftrag, den Menschenhandel aktiv zu unterbinden und Schlepper und Schleuser aus dem Verkehr zu ziehen. Ja, hiervon können ganz dezidiert auch Menschenleben abhängen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und im Übrigen gilt es auch, diese Informationen, die Sea Guardian rekurriert, weiterzugeben an die Standing NATO Maritimes Group und sie denen zur Verfügung zu stellen. Wir kommen am Vorabend des 70. Jahrestags der NATO damit auch unseren Bündnisverpflichtungen nach. Doch mehr noch als die Verlängerung dieses Mandats ist dies ein Ausdruck für das Vertrauen, dass wir nicht nur in unsere Partner einbringen, sondern vor allem auch in unsere Soldatinnen und Soldaten. Sie arbeiten etwa auf dem Einsatzgruppenversorger Bonn mit hoher Professionalität und in enger Zusammenarbeit mit unseren europäischen NATO-Partnern am Erfolg dieser Mission. Ihnen gilt ganz besonders unser großer Dank und unsere Anerkennung. Eine weitere Aufgabe der Mission Sea Guardian ist die Aufrechterhaltung freier und sicherer Seewege und vor allem auch dem Schutz kritischer Infrastrukturen. Und damit meine ich küstennahe Energieleitungen und Funkmasten, die auch für die Kommunikation auf hoher See unerlässlich sind. Ja, die SPD-Bundesfraktion wird heute diesem Mandat zustimmen, weil dies eine Mission vitaler und integraler Bestandteile der europäischen NATO-Sicherheit ist. Und ich bitte Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, sich dem anzuschließen. Vielen Dank. Daniela Dereda war das für die SPD-Fraktion, die hier für die Verlängerung dieses Einsatzes geworben hat. Nächster Redner ist jetzt Paul-Viktor Podolai für die AfD-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, schon wieder werden wir in diesem Haus dazu aufgefordert, bewaffnete deutsche Streitkräfte im Mittelmeer einzusetzen. Bereits zum dritten Mal soll der Bundestag die Operation Sea Guardian verlängern. Ja, der Mittelmeerraum ist zweifellos einer der wichtigsten Vorposten unseres europäischen Kontinents. Aber eben nicht im militärischen Sinne, sondern zum Zwecke des Handels. Die Bundesregierung begründet die Notwendigkeit der Fortsetzung dieser Operation unter anderem mit der Sicherung der Verkehrs- und Versorgungswege im gesamten Mittelmeerraum. Das finden wir richtig. Dafür sind wir ja auch. Aber dafür brauchen wir doch nicht diesen Einsatz. Eine solche Begründung rechtfertigt noch keine Militäroperation. Eine solche Begründung ist sogar gefährlich, weil sie zivile und militärische Aufgaben miteinander verstrickt. Außerdem, Sea Guardian soll in Seenot Geratene retten. Die Schiffe nehmen dazu Migranten auf, bringen sie in der Regel direkt nach Europa.
Dazu sagen wir, dort, wo die Operation tatsächlich transnationale kriminelle Aktivitäten bekämpft, stehen wir dazu. Dort, wo unsere Streitkräfte zusammen mit nichtstaatlichen Organisationen sekundäre Aufgaben wie Seenothilfe erfüllen, halten wir dagegen. Ja, die Seenothilfe ist für unsere Armee eine sekundäre Aufgabe geworden. Die primäre Aufgabe ist aber die Verteidigung des Landes. Wir fordern einen systematischen Außengrenzschutz durch Strukturen, die bereits existieren, statt Aktionismus ohne klare Ziele. Und übrigens, wir brauchen dafür keine neuen Behörden auf der EU-Ebene à la Macron. Deshalb lehnen wir es ab, dass dieser Militäreinsatz mit Aktionen von NGOs verbunden wird. Sie leisten praktisch Nachhilfe für kriminelle Schlepper. Wir brauchen einen funktionierenden Grenzschutz und im äußersten Fall eine staatlich organisierte Seenotrettung, die die Migranten in ihre Heimatländer zurückbringt, statt zu uns. Wir brauchen also keine Seenotrettung unter dem Deckmantel eines Militäreinsatzes. Besorgniserregend ist vor allem, dass sowohl die NATO-Führung auch auch die Bundesregierung offenbar nicht in der Lage sind, eine klare Antwort auf folgende Fragen zu geben. Wie sieht eine Exit-Strategie für Sea Guardian überhaupt aus? Was passiert, wenn sich die NATO einmal aus dem Mittelmeerraum zurückzieht? Ist ein Ende dieser Operation überhaupt in Sicht? Was ist eigentlich Ihr leitendes Endziel? Bisher bleibt auch unklar, was die Ergebnisse dieser Operation sind. Was haben Sie mit Ihrem militärisch erreicht und was wollen Sie noch erreichen? Es ist beschämend, dass Sie, die Bundesregierung, uns Abgeordnete darüber informieren und zwar mit diesem Dokument. Da ist der Einsatz beschrieben. Darin stehen zwei Zeilen zu Sea Guardian. Ich frage mich ernsthaft, womit beschäftigen sich die Referenten des zuständigen Ressorts überhaupt? Vielleicht können Sie ja noch mal ein paar externe Berater anheuern, damit Sie diese Ihre ureigene Aufgabe erfüllen. Nicht Sie, die Regierung, sondern wir Abgeordnete haben das letzte Wort über Einsätze der deutschen Parlamentsarmee. Deshalb haben wir auch ein Recht darauf, dass uns das zuständige Ministerium umfassend informiert. Dieses Recht treten Sie mit respektlos mit Füßen. Fraglich ist auch, ob Sie in der Regierung überhaupt wissen, was Sie eigentlich tun. Herr Staatsminister Ahnen konnte etwa im Auswärtigen Ausschuss meine Frage über eine Exit-Strategie überhaupt nicht plausibel beantworten. Wir lehnen diesen Antrag der Bundesregierung erneut ab. Und wir, die AfD, wollen diese Operation, wie auch viele andere Operationen, die sinnlos sind, schnellstens beenden. Das will übrigens auch die Mehrheit der Bevölkerung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Soweit die Rede von Paul Viktor Podolaj für die AfD-Fraktion, der hier begründet hat, warum seine Fraktion diesen Verlängerungsantrag ablehnen wird. Nach ihm jetzt Roderich Kiesewetter für die CDU-CSU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegin, Frau Präsidentin, Verzeihung. In bester Erinnerung, weil meine erste Rede hielt ich unter der Präsidentin Frau Pau. Bitte um Nachsicht. Ja? Das war zu Afghanistan im Jahr 2009. Ich erinnere mich noch gut. Aber auch heute sprechen wir nicht nur über Afghanistan, sondern auch über andere Einsätze. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die Frau Kollegin De Ritter hat sehr klar und umfassend den Einsatz beschrieben, über den wir heute sprechen, Sea Guardian. Ich möchte drei Aspekte herausheben, die für uns als CDU-CSU wichtig sind. Zum einen ist es eine Operation mit einem ganz eigenen Charakter. Blicken wir zurück. Die Ursprünge gehen zurück bis auf das Jahr 2001.
eine Artikel-5-Mission Antiterror sehr robust. Auf langes Drängen der Bundesregierung wurde nach vielen Jahren, wir fingen im Jahr 2012 an damit, im Jahr 2016 die Operation angepasst und ist keine Artikel-5-Mission mehr, sondern sie dient jetzt ganz anderen Zwecken. Frau de Ritter hat den ersten Punkt Lagebilderfassung sehr klar dargestellt. Hierbei geht es schlichtweg darum, ein Bild über das befahrenste Meer der Welt zu bekommen, um zu wissen, welche Schiffe sich von wo nach wo bewegen und womöglich auch mit welchen Lasten. Die Operation ist nicht im Fokus. Wir haben im letzten Jahr durch diese Mission nur ein Schiff aufgebracht. Aber, und das sind die beiden anderen Gründe, die uns als Union für diese Mission stimmen lassen, sie bietet zwei Besonderheiten, die kaum eine andere Mission hat, insbesondere keine maritime Mission. Die Mission ist eine Plattform. Länder wie Australien, Georgien und Jordanien beteiligen sich daran, um mitzugestalten, wie maritime Sicherheit verfahren wird, wie im Bereich der maritimen Sicherheit auch die Seeraumüberwachung stattfindet und wie auch Ausbildung stattfindet, insbesondere für die Mittelmeeranrainer. Das ist der Aspekt der kooperativen Sicherheit, der Plattform quasi, die diese Operation bietet. Und der dritte Aspekt ist ganz klassische Sicherheitsvorsorge. Wenn wir wieder eine Eskalation im Mittelmeer haben, sei es durch Terrorismus, sei es durch eine Zunahme an Waffenschmuggel, sei es auch durch den Schutz kritischer Infrastrukturen, muss nicht erst mühsam eine neue Operation beraten werden, sondern dann dient die Operation Sea Guardian als Mantel. Die drei Gründe also: Lagebild, Plattform für kooperative Sicherheit und klassische Sicherheitsvorsorge im Falle einer Eskalation machen den Wesenskern dieser Operation aus. Deshalb stehen wir als CDU/CSU dahinter und ich bitte Sie deshalb um Zustimmung. Herzlichen Dank. Für die FDP-Fraktion hat nun der Kollege Ulrich Kiesewetter war das für die Union. Nächster Redner ist jetzt Ulrich Lechte für die FDP. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste oben auf den Rängen. Ich darf ganz kurz dem Herrn Podolai entgegenrufen. Wir reden hier heute über Sea Guardian. Das, worüber Sie geredet haben, war eigentlich Hauptbestandteil der Mission Sophia. Und auf die werde ich jetzt in meiner Rede auch ein wenig eingehen. Weil bei Sea Guardian tatsächlich die Informationslage seitens der Bundesregierung gegenüber dem Parlament in der Tat ein wenig dürftig ist. Da hat er mal recht. Das möchte ich hier auch anmerken. Vielleicht nimmt das Verteidigungsministerium mal die Anregung mit, uns da mehr als zwei Sätze im Monat zur Verfügung zu stellen. Nichtsdestotrotz, wir reden ja hier über die NATO-Operation Sea Guardian, aber man muss die Wichtigkeit dieser Operation verstehbar machen. Und das kann man nur, indem man sich auch die anderen Sicherheitsoperationen im Mittelmeer anschaut, mit denen Sea Guardian eng verwoben ist. Der Einsatzgruppenversorger Bonn ist tatsächlich mit 200 Soldaten für uns dort unten in Sea Guardian unterwegs. Zeitgleich nimmt er auch an der NATO-Operation in der Ägäis teil. Für diesen Doppeleinsatz möchte ich an dieser Stelle unseren Soldatinnen und Soldaten, die da ganz besonders fleißig sind, herzlich danken. Besonders wichtig war bisher stets die enge Verknüpfung von Sea Guardian mit der Mission Sophia. Im Mandatstext von Sea Guardian wird an mehreren entscheidenden Stellen auf Sophia verwiesen. Bei der Auflistung der völker- und verfassungsrechtlichen Grundlagen wird Sophia erwähnt, auch für Status und Rechte unserer Soldaten und für den Auftrag der Mission ist Sophia ein wesentlicher Bestandteil. Die Bundesregierung hat hier also wieder die gleichen Textbausteine in das Mandat eingebaut und geschrieben, ganz so, als würde Sophia unverändert weiterlaufen. Dem ist aber nicht so, weil ihr habt es nämlich schon unsere Fregatte Augsburg aus der Mission abgezogen. Und wir wissen auch, dass bei der Europäischen Union derzeit die Verhandlungen darüber laufen, wie mit Sophia weiter verfahren wird. Und da mit Italien keine entsprechenden Kompromissformeln bisher gefunden wurden, ist davon auszugehen, dass die Sophia Ende März enden wird. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, welchen März haben wir heute? Den 21. Das heißt, man hätte ja vielleicht im Mandatstext mal eine wenig Annäherung an den Real-Ist-Zustand vornehmen können, anstatt uns einen Mandatstext vorzulegen, der auf dem Mandatstext von vor einem Jahr basiert. Aber Mai, sagt der Bayer dazu. Mai.
Am Dienstag hat übrigens die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini vermeldet, dass es auch keine Fortschritte in den Verhandlungen mit Italien gibt. Und die Frau hat ja auch sehr viel Ahnung, zumindest in Fachkreisen wird davon ausgegangen, dass sie die hat. Und vielleicht wäre es mal ganz praktisch, wenn da eine Abstimmung miteinander stattfinden würde. Im Auswärtigen Ausschuss habe ich die Bundesregierung übrigens auch gefragt, wie sich ein Ende von Sophia auf Sea Guardian auswirken wird. Da gab es aber auch keine zufriedenstellenden Antworten. Man könnte also vermuten, dass Sea Guardian den Wegfall von Sophia zumindest teilweise kompensieren müsste, dass Sea Guardian zum Beispiel die Durchsetzung des Waffenembargos gegen Libyen übernehmen müsste. Auch da habe ich heute keinen Ton bisher zugehört und schauen wir mal, wo die Reise in diesem Punkt hingeht. Die Haushaltsplanung zeigt übrigens auch, Sea Guardian hatte bisher 6,3 Millionen gekostet, wird jetzt auf 2,9 Millionen Euro gekürzt. Das finden wir als FDP übrigens immer sehr, sehr löblich, wenn auch mal realistische Zahlen in die Ansätze reingeschrieben werden. Vielleicht hat auch der Herr Karl daran mitgewirkt, dass da mal ein bisschen Geld eingespart wird. Das ist eine gute Sache, aber das zeigt mir zumindest, dass die Mission Sophia von Sea Guardian gar nicht übernommen werden könnte. Und ich hoffe hier inständig, dass sich die Bundesregierung nicht still und heimlich aus ihren Verpflichtungen gegenüber der NATO und der EU zurückziehen möchte in dieser Frage. Das würden wir Freien Demokraten nämlich, und das hören Sie auch am Applaus meiner Fraktion, ausdrücklich missbilligen. Wir werden dem Mandat erneut zustimmen, auch wenn die Ziele der Bundesregierung nicht eindeutig sind. Und wir mahnen ebenso eine Überprüfung des militärischen Einsatzes an. Vielen Dank. Ulrich Lechte, die Zustimmung der FDP-Fraktion hat er hier angekündigt. Nach ihm jetzt Matthias Höhn für die Linksfraktion, deren sicherheitspolitischer Sprecher er ist. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eben schon darauf hingewiesen worden, Sea Guardian, wenn wir uns das Mandat anschauen, wir haben einen nahezu unveränderten Text. Und ich kann mich den Kollegen nur anschließen. Der Kollege Flüger hat in der Debatte vorab zum Thema Afghanistan darauf hingewiesen, dass sicherheitspolitische Rahmenbedingungen sich ändern und es vielleicht angemessen wäre, Texte anzupassen. Der Kollege Lechte hat eben zu Recht darauf hingewiesen, dass wir auch bei diesem Mandat eine Veränderung haben mit Blick auf Sophia. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Copy and Paste kann keine Sicherheitspolitik für diesen Deutschen Bundestag sein. Und jetzt möchte ich etwas sagen zu Sinn und Zweck dieses Mandates. Da ist ja nun schon einiges erwähnt worden, und ich will mich mal zunächst diesen beiden Stichworten widmen: Terrorismus und Waffenschmuggel. Und dann schauen wir uns mal die Bilanz an. Da wird ja immer ein bisschen lax drüber hinweggegangen. Meine Fraktion hat die Bundesregierung ja vor einigen Monaten nach diesen Punkten Terrorismus und Waffenschmuggel mal befragt mit Blick auf Sea Guardian. Und wenn man fragt, wie viele terrorismusverdächtige Personen festgesetzt worden sind, ist die Antwort keine. Wenn man fragt, wie viele terroristische Vorfälle es gegeben hat, keine. Wenn man fragt, wie viele Personen festgesetzt worden sind mit Verdacht auf Waffenschmuggel, keine. Wenn man danach fragt, wie viele Waffen sichergestellt worden sind, keine. Meine sehr verehrten Damen und Herren, merken Sie eigentlich noch, wie sinnfrei die Mandate sind, die Sie hier vorlegen? Und lieber Kollege Kiesewetter, Ihre Argumentation von eben, und ich schätze Sie ja durchaus, aber wenn ich Sie jetzt eben richtig verstanden habe, haben Sie erklärt, gerade auch mit Blick auf Terrorismus, dass es sinnvoll ist, vor Ort zu bleiben, damit man, falls wieder eine Eskalation eintritt, vor Ort ist und nicht ein neues Mandat braucht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch das kann doch keine Begründung für einen Auslandseinsatz sein, weil der doch dann im besten Fall, auf den ich hoffe, aber bedeutet, dass dieses Mandat unendlich geht. Ja, Vorsorge. Lieber Kollege Kiesewetter, wenn wir die Bundeswehr in Zukunft so verstehen, dass wir sie an jeden Ort, in jede Region schicken, wo wir im Moment Gott sei Dank keine terroristischen Vorfälle haben, damit sie dort bleibt, damit wir vorbereitet sind, falls einer passiert, würde ich vermuten, das geht am Auftrag der Bundeswehr vorbei, Kollege Kiesewetter. Und letzte Bemerkung.
Herr Kiesewetter, Sie haben von Plattformen gesprochen, die dieser Auftrag ist, und haben darauf hingewiesen, welche Länder sich an dieser Mission beteiligen. Auch dazu will ich etwas sagen. Auch die Länder der Istanbuler Kooperationsinitiative sind ja eingeladen, von der NATO dort mitzumachen. Das sind die Länder, über die Sie in Ihrem Koalitionsvertrag sagen, an die liefern wir mal keine Waffen mehr, ich sage Gott sei Dank, weil sie sich am Jemenkrieg beteiligen. Diese Länder laden wir ein, Terrorismusbekämpfung und Terrorismusprävention mit uns gemeinsam im Mittelmeer zu betreiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann nicht Sinn deutscher Politik sein. Letzte Bemerkung, und auch das hat hier eine Rolle gespielt. Wenn wir ein Problem haben, ein humanitäres und auch ein sicherheitspolitisches Problem im Mittelmeer, dann ist es die Flüchtlingskatastrophe, die sich dort abspielt. Und wenn man die Bundesregierung fragt, an wie viel Seenotrettungsaktionen Sea Guardian beteiligt war, ist die Antwort null. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Mandat braucht niemand. Und da Sie hier ja zu Recht sehr oft über die Soldatinnen und Soldaten reden, die wir in diese Einsätze schicken, ich finde, es braucht eine stichhaltigere Begründung als solche, um unsere Soldaten in Einsätze zu schicken. Herzlichen Dank. Dieses Mandat braucht niemand, meint Matthias Höhne für die Linksfraktion. Deren sicherheitspolitischer Sprecher ist. Weiter geht es in der Debatte mit Omid Nuripur, Bündnis 90 Die Grünen. Er ist außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Parlamentsvorbehalt ist eine sehr ernste Sache. Er dient dazu, die Entsendung von Militär in Konflikte oder potenziell gefährliche Regionen durch gewählte Volksvertreterinnen und Volksvertreter zu legitimieren. Er schafft damit auch eine Verantwortung dieses Hauses für diejenigen Soldatinnen und Soldaten, die wir entsenden. Und er schafft eine Verantwortung für die politischen Kontexte, in denen sie handeln. Doch diese Verantwortung können wir übernehmen, wenn wir wissen, wofür. Und das findet sich in diesem Mandatstext leider mitnichten konkret wieder. Sie aber, die Bundesregierung fordert also ein viertes Mal nun von uns einen Blankoscheck. Wir werden also das vierte Mal einen solchen Blankoscheck nicht ausstellen. Die Sinnfrage dieses Mandates ist in der ersten Lesung ja auch bereits auch in den Ausschussberatungen ausführlich diskutiert worden. Der Kollege Lindner hat für meine Fraktion in der ersten Lesung die Frage auch gestellt. Der sinnvolle Kern dieser Mission könnte ja auch von NATO-Routine übernommen werden. Der seerechtliche Kern aller Missionen im Mittelmeerraum, sowohl Sophia als auch Sea Guardian, nämlich die Rettung der zahllosen Schiffsbrüchigen im Mittelmeer, wird zurzeit durch die Regierung in Rom torpediert. Wenn Boote voller Menschen, die knapp dem Tod entronnen sind, in Europa nicht nur keinen Hafen finden, sondern wenn diejenigen, die sie retten, und zwar gemäß des internationalen Seerechts retten, nun auch strafrechtlich verfolgt werden, dann ist das schlicht eine politische und moralische Bankrotterklärung. Vor allem, wenn man sich ansieht, was den Menschen dann droht, wenn sie nach Libyen zurückgeschoben werden, in Lager, die teilweise von der gleichen Küstenwache im Übrigen ausbetrieben werden, wie die EU jetzt nun versucht auszubilden. Sie kennen alle die Bilder von menschenunwürdigen Gefängnissen und Sklavenauktionen, die Geschichten von Erpressung und Misshandlung. Es wäre eine doch Erleichterung, wenn wir jetzt nun aber das Gefühl hätten, dieses Mandat wäre nur überflüssig. Es ist aber nicht wahr, denn es ist und bleibt ein gefährliches Mandat. Denn es beinhaltet die Möglichkeit, dass die Bundeswehr sich ohne weiteren Konsultationen am Kapazitätsaufbau und am Informationsaustausch mit allen Mittelmeereinrainern beteiligt. Mit allen. Schauen wir uns mal die paar Beispiele an. Libyen habe ich gerade genannt. Schauen wir uns mal das Beispiel Ägypten an. Die angeschobene Verfassungsänderung wird die Demokratie in diesem Land, eine Demokratie, die nun seit einigen Jahren bereits nur noch auf dem Papier besteht, endgültig zerstören. Ein Land im Übrigen, von dem ranghohe Offizielle in diesen Tagen proklamiert haben, die Menschenrechte würden nicht universell gelten. Und wer trägt diese Entwicklung in Ägypten? Das Militär. Das Militär, das den Sicherheitsrektor, das die Wirtschaft und nun auch demnächst mit Brief und Siegel den gesamten Staat kontrolliert. Und Sie wollen von uns einen Blankoscheck, damit Sie mit diesem Militär so zusammenarbeiten, dass Sie sie ertüchtigen und dass Sie Kapazitätsaufbau mit denen treiben? Wir wollen, dass wir Ihnen einen Blankoscheck dafür geben,
Informationen über Terrorismus mit einem Staat auszutauschen, bei dem es mittlerweile gang und gäbe ist, dass zivilgesellschaftliche Akteure einfach als Terroristen annonciert werden und ins Gefängnis gesteckt werden. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt einen Musiker, der heißt Rami Sidgi. Der ist ein frisch gebackener Vater eines Kindes mit deutschem Pass im Übrigen, der wegen eines Liedes, mit dem er gar nichts zu tun hat, nun verhaftet wurde und nun der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt wird. Sie wollen, dass wir jetzt zustimmen, dass Sie mit einem solchen Land Informationsaustausch über Terrorismus bei einem so ausgeleierten und missbrauchten Terrorismusbegriff zustimmen. Das werden wir nicht tun. Könnte die Beispiele fortsetzen. Algerien, Millionen von Menschen gehen auf die Straße, um gegen die autokratische Gerontokratie dort zu protestieren. Und Sie wollen von uns, dass wir jetzt einfach Ihnen einen Blankoscheck geben für eine militärische Kooperation genau mit dieser Diktatur. Das ist ein falscher Weg. Diesen falschen Weg werden Sie allein gehen müssen. Amit Nuripur war das, Bündnis 90 Die Grünen, der hier gesagt hat, diese Mandatsverlängerung, das sei ein Blankoscheck und den wolle seine Fraktion, die Bündnis Grünen, der Regierung nicht geben. Ein Blankoscheck zur Kooperation mit den nordafrikanischen Staaten. Nächster Redner Markus Kupp für die CDU-CSU. Wir haben jetzt schon mehrfach über den Sinn und Zweck dieses Mandates gesprochen, dieses NATO-Mandat, das zum Ziel hat, ein aktuelles Lagebild im Mittelmeerraum zu erstellen und dort mit Schiffen und Flugzeugen für die entsprechende Aufklärung zu sorgen, die wir brauchen, um dort sicherheitspolitische Herausforderungen angehen zu können. Deutschland könnte sich an dieser Mission mit maximal 650 Soldatinnen und Soldaten beteiligen. Aktuell sind es 205. Und die Notwendigkeit, warum wir das tun, ist von den Rednerinnen und Rednern der Koalitionsfraktionen hier ausdrücklich erwähnt worden. Deshalb möchte ich nicht noch mal im Detail darauf eingehen. Für uns ist aber klar, ja, keine Ahnung, auf Sie komme ich noch, keine Angst. Sea Guardian trägt nach unserer Auffassung zur Stabilisierung der Region bei, indem es den Mittelmeerraum überwacht und für Aufklärung sorgt. So können auch in Zukunft Beispiele nach Zustimmung des Flaggenstaates und natürlich unter Beachtung des Völkerrechts Schiffe kontrolliert und aufgebracht werden. Darüber hinaus unterstützt die Mission auch andere Missionen in der Region, auch wenn die Zukunft der Mission Sophia im Moment noch etwas in den Sternen steht und dient darüber hinaus als Ansprechpartner für nichtstaatliche Akteure und Organisationen. Und gerade weil das Mittelmeer in der Zeit von Globalisierung eher zu der gefühlten Größe eines Binnensees schrumpft, geht uns und die EU die Sicherheit dort etwas an. Und deshalb komme ich jetzt zu den Kritikpunkten aus der Opposition, die ich an dieser Stelle nicht überzeugend finde. Da hören wir zum einen von den Linken, die Mission ist deshalb abzulehnen, weil es keine Seenotrettung gibt. Dann hören wir von der AfD, sie ist abzulehnen, weil es viel zu viel Seenotrettung gibt. Unabhängig davon, wie man zum Thema Seenotrettung steht, ist Seenotrettung nicht die Aufgabe dieses Mandates von Sea Guardian. Da reden wir eben über Sophia oder über andere Missionen. Aber über die Frage zu diskutieren, Seenotrettung bei Sea Guardian, ist an dieser Stelle überflüssig. Ich kann auch die Kritik der Grünen nicht teilen. Omid, ich schätze dich sehr. Aber die Aussage, wir würden hier zum vierten Mal einen Blankoscheck von euch erfordern, dann frage ich mal, ja, darüber kann man ja streiten. Das Mandat ist breit gefasst. Aber die Frage ist, wenn du sagst, zum vierten Mal ein Blankoscheck, ist denn bei den drei Malen vorher bei diesen Missionen etwas passiert, was euch nicht passt? Und ich sage aus meiner Sicht, aus der Sicht von CDU und CSU, wir haben das Vertrauen in die Bundesregierung, in die Bundeswehr, dass wir auch bei einem breit gefassten Mandat ein sinnvolles Mandat haben werden. Und deshalb werden wir diesem Mandat auch weiterhin zustimmen. Kollege Koop, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Stefan Liebig? Nein, danke. Auch kann ich das Argument, das vom Kollegen Lindner bei der ersten Beratung eingebracht worden ist, dass die Mission deshalb überflüssig wäre, weil die Schiffe ja ohnehin dort sind, auch nicht ganz nachvollziehen, weil die Frage natürlich ist, müssen wir denn, wenn es um die Frage geht, Verlässlichkeit gegenüber der NATO zu demonstrieren, bei solch einfachen Missionen, in der Tat, ja, die Schiffe sind sowieso da, aber das ist doch ein Argument für dieses Mandat, dass wir sagen können, wir haben hier NATO-Verpflichtungen, denen wir nachkommen können und haben dafür keinen zusätzlichen Auftrag oder keine zusätzlichen Aufwendungen, sondern können den Schiffen, die dort unten ohnehin vor Ort sind, die Möglichkeit geben, auf diese Art und Weise unseren NATO-Verpflichtungen auch nachkommen. Und deshalb werden wir als Union diesem Mandat erneut zustimmen. Ich möchte an dieser Stelle
auch noch einmal den Soldatinnen und Soldaten danken, die auf diesen Schiffen ihren nicht immer leichten Dienst leisten. Wir werden dafür sorgen wollen, dass die Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten in diesem Einsatz und auch in allen Bundeswehreinsätzen, die wir im Moment haben, auch weiterhin gewährleistet ist. Deshalb muss ich auch für meine Fraktion, für meine AG sagen, dass wir über das Thema langfristige Finanzplanung im Bereich der Bundeswehr noch einmal sehr intensiv reden müssen. Denn das sind wir, glaube ich, als Parlamentarier, wenn wir das Wort Parlamentsarmee ernst nehmen, auch den Soldatinnen und Soldaten schuldig, dass wir hier für eine ausreichende Ausstattung sorgen. Dafür werden wir kämpfen. Vielen Dank. Markus Kopp war das für die Unionsfraktion, der die Kritik der unterschiedlichen Oppositionsangehörigen zurückgewiesen hat, gleichwohl angemahnt hat, dass die Soldaten im Einsatz angemessen ausgestattet sein sollen. Weiter geht es mit Sintje Möller für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn wir uns im Deutschen Bundestag mit Fragen maritimer Sicherheit befassen, dann legen wir den Fokus oftmals bewusst auf einzelne Bereiche. Beispielsweise beschäftigen wir uns mit der Einsatzfähigkeit bestimmter Waffensysteme oder auch den Neuanschaffungen, die für die Marine notwendig oder erforderlich sein könnten. Oder wir befassen uns ausführlich mit den einzelnen Mandaten und den konkreten Beiträgen, die die Bundeswehr hier im Kreise unserer Verbündeten leistet. Mandate wie Sea Guardian, das heute zur Abstimmung steht. Verstehen Sie mich nicht falsch. Der Blick auf die Einzelfragen maritimer Sicherheit ist äußerst wichtig für die Bewältigung der Sicherheitsherausforderungen und daher auch aus gutem Grund wesentlicher Bestandteil unserer parlamentarischen Arbeit. Was wir aber aus meiner Sicht nicht machen dürfen, ist vor lauter Fokussierung auf das Detail das große Ganze aus den Augen zu verlieren. Denn Sea Guardian steht als maritime Sicherheitsoperation im Mittelmeer natürlich in einem Gesamtzusammenhang. Generell gilt, die Meere sind für uns als Exportnation von enormer Bedeutung. Wir sind angewiesen auf sichere Handelsrouten, auf Stabilität. Und das natürlich nicht nur in unserem unmittelbaren Umfeld wie Nord- und Ostsee, sondern weit darüber hinaus, vom Mittelmeer bis zum indopazifischen Raum. Beim globalen Blick auf die Meere stellen wir fest, bereits heute sind viele Regionen unsicher oder von Instabilität bedroht. Hinzu kommt, dass Räume wie die Arktis oder das Südchinesische Meer an strategischer Bedeutung gewinnen. Eine Konsequenz daraus ist, dass sich immer mehr Schiffe unterschiedlicher Marinen in diesen Regionen tummeln. Besonders deutlich wird diese gewachsene Machtprojektion mit Blick auf China. So lässt die Volksrepublik künstliche Inseln im Südchinesischen Meer aufschütten, baut Stützpunkte systematisch aus und zeigt ernstes Interesse für den Kauf von Inseln vor Grönland und Indonesien. Gleichzeitig vergrößert China seine Flotte mit großem Tempo. Man muss sich deshalb auch sehr genau vor Augen führen, dass einige unserer NATO-Partner im Südchinesischen Meer und der Arktis präsent sind. Und da Konflikte und Auseinandersetzungen in derart sensiblen Regionen leider durchaus denkbar sind, könnte eine solche Entwicklung dann eben auch für uns Konsequenzen haben bis hin zu einem NATO-Bündnisfall. Wir müssen uns an dieser Stelle fragen, wären wir dann bereit, unsere Marine in diese Region zu entsenden? Ich würde sagen, natürlich hoffen wir, dass es nie zu einem solchen Fall kommt. Das entbindet uns aber nicht von unserer Verantwortung, derlei Szenarien frühzeitig zu durchdenken. Schließlich müssen wir sicherstellen, dass unsere Marine auf denkbare Szenarien gut vorbereitet ist, materiell, personell und operationell. Global wird der Fokus auf den maritimen Raum und maritime Rechte also weiter zunehmen. Maritime Sicherheit wird daher eine der entscheidenden Fragen der Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts. Wie wir sie beantworten, wird wesentlich darüber entscheiden, wie es um den Wohlstand und die Sicherheit unseres Landes bestellt sein wird. Und die Bundesrepublik, zwar wachsen die deutschen Seestreitkräfte erstmals seit 25 Jahren wieder auf, aber die Marine ist immer noch die kleinste in ihrer 170-jährigen Geschichte. Dennoch erfüllen wir im Rahmen von NATO, Europäischer Union und den Vereinten Nationen seit vielen Jahren unsere Mandate und unsere Bündnisverpflichtungen und sorgen gemeinsam mit unseren Partnern für Sicherheit. Die NATO-Operation Sea Guardian ist hier ein wichtiges Beispiel für die gelebte Kooperation. Und Deutschland leistet mit der Bundeswehr einen wertvollen Beitrag bei der Seeraumüberwachung, beim Vorgehen gegen Terrorismus und Menschenschmuggel, bei der Umsetzung des Waffenembargos von und nach Libyen. Diesen Beitrag wollen wir fortsetzen und das Mandat für Sea Guardian als Baustein in der maritimen Sicherheitsstruktur heute verlängern. Vielen Dank.
Die Rede von Simtje Müller für die SPD-Fraktion war das. Sie hat hervorgehoben die Bedeutung der maritimen Sicherheit auch für die Bundesrepublik Deutschland. Nach ihr jetzt Alois Kahl für die CDU-CSU. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir befassen uns heute ja zum wiederholten Male mit den Mandaten der Bundeswehr. Unsere Bundeswehr ist ja in 17 Einsätzen geradezu weltweit unterwegs. Mit mehr als 3000 Soldaten sichern wir in den verschiedenen Erdteilen den Frieden oder leisten humanitären Einsatz in Afghanistan, militärischen Einsatz und die Aufrüstung und Ausrüstung der Polizeien in Syrien, im Irak ebenfalls und im Südsudan. Leisten unsere Bundeswehrsoldaten Lebenshilfe, überlebenswichtige Hilfe im Kosovo, die Trennung der verfeindeten Stämme und der Schutz der Seewege, insbesondere am Horn von Afrika, die Mission Atalanta, eine weitere Facette. Sea Guardian, meine Damen und Herren, passt jetzt eigentlich nicht zu dieser Kategorisierung. Weder droht eine aktuelle Bedrohung, noch leisten wir dort humanitäre Hilfe. Active in Denver war 2011 angesagt und ist durch Sea Guardian abgelöst worden. Es geht um den Schutz der Seewege im Mittelmeer, um die Unterbindung vom Terror. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die reinen Erfolgszahlen sind gering. Das hat der Kollege der Linken heute so ausgeführt, aber das wissen wir auch. Die Frage ist doch, wie wollen wir das Wort Erfolg in diesem Zusammenhang definieren? Was ist die Aufgabenstellung, ist doch die Vorfrage. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir keine Terroristen gefangen haben, keine Waffenfunde aufgedeckt worden sind, dann heißt das nicht, dass Sea Guardian bisher keinen Erfolg hatte. Erfolg, meine Damen und Herren, bedeutet doch, dass wir Schmuggler, dass wir Terroristen auch abgehalten haben. Lassen Sie mich ein Beispiel aus meiner Heimat sagen. Ich habe da ein Dorf, das hat seit 20 Jahren keinen Großbrand erlebt. Gott sei Dank, sagen die Leute, Glück gehabt. Aber wegen dieser Tatsache, dass es dort nicht gebrannt hat, die 20 Jahre, kommt dort in dem Dorf niemand auf den Gedanken, die Feuerwehr abzuschaffen. Niemand kommt auf den Gedanken, der Feuerwehr Erfolgslosigkeit oder gar Nutzlosigkeit zu attestieren. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sagen das so, to hope the best, but to prepare the worst. Wir hoffen auf das Beste, präparieren, rüsten uns aber für den schlechten Fall. Und so ist das auch in dieser Situation. Und meine Damen und Herren, einmal andersherum gefragt, gerade weil eben Sea Guardian im Mittelmeer unsere Aktion ausfüllt, gerade deshalb sehen wir dort keinen Waffenschmuggel und finden keine Piraten. So, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, gerade von den Linken wird auch ein Schuh, den Sie allerdings nicht positiv, sondern wie man das so gewohnt ist, negativ nur ausdrücken. Meine Damen und Herren, die positive Betrachtungsweise bevorzugen wir. Sea Guardian leistet Seeraumüberwachung, erstellt Lagebilder und sichert den maritimen Schiffsverkehr. Wir wissen doch alle, dass das Mittelmeer eines der befahrensten Seerouten ist. Deutschland ist eine Exportnation. Ein Viertel der gesamten Öltransporte der Welt geht über das Mittelmeer und ein Drittel aller auf dem Seeweg transportierten Güter geht auch über das Mittelmeer. Meine sehr geehrten Damen und Herren, für uns ist das wichtig und überlebenswichtig, dass wir mit dieser Aktion, mit der Operation Sea Guardian dazu beitragen, dass dort Terroristen und Schmuggler keine Chancen haben. Andere sind dafür anders prädestiniert als Sie. Sie suchen den Kontakt zu Sea Guardian, ob das jetzt Australien ist oder Georgien oder auch Jordanien. Sogar Österreich, meine Damen und Herren, das hat mich etwas verwundert. Österreich ist, wie Sie sicher wissen, ein Binnenstaat. Österreich, ja, hatte nur zwei. Österreich hatte zwei Kriegsschiffe, das waren Patrouillenboote auf der Donau. Die sind 2006, ja, Frau Künast, 2006 sind die verschrottet worden.
Trotzdem wollen Sie mit Sea Guardian zusammenarbeiten. Ich fürchte, das können wir jetzt nicht mehr zu Ende bringen. Mit Sea Guardian zusammenarbeiten. Wir raus aus Sea Guardian und Österreich hinein, meine Damen und Herren. Das wäre doch auch ein Treppenwitz. Aus dem Grunde stimmen wir der Fortsetzung dieser Aktion zu. Herzlichen Dank. Die Rede von Alois Karl war das für die Unionsfraktion. Letzter Redner in dieser Debatte zur Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im Mittelmeer. Alois Karl hat gerade noch mal betont, dass und warum seine Fraktion diesem Antrag der Regierung zustimmt. Auch diese Wahl- und Abstimmungsergebnisse. Jetzt gibt es erstmal Abstimmungsergebnisse. Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau. Die Wahl eines Mitglieds des Vertrauensgremiums gemäß § 10a der Bundeshaushaltsordnung. Mitgliederzahl des Bundestages bekanntlich 709 Abgeordnete. Abgegebene Stimmzettel 673. Ungültige Stimmzettel 3. Mit Ja haben gestimmt 239 Abgeordnete. Mit Nein haben gestimmt 394 Abgeordnete, 37 Abgeordnete haben sich enthalten. Der Abgeordnete Markus Bühl hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 355 Stimmen nicht erreicht. Er ist als Mitglied des Vertrauensgremiums gemäß § 10a der Bundeshaushaltsordnung nicht gewählt. Wir kommen zu den Ergebnissen über die Wahl von zwei Mitgliedern des Gremiums gemäß § 3 des Bundesschuldenwesengesetzes, Bundesfinanzierungsgremium. Abgegebene Stimmzettel 668. Für den Abgeordneten Albrecht Glaser haben 173 Abgeordnete gestimmt. Mit Nein stimmten 436. 52 Kolleginnen und Kollegen haben sich enthalten. 7 Stimmen waren ungültig. Auf den Abgeordneten Volker Münz entfielen 248 Ja-Stimmen. Mit Nein stimmten 379 Abgeordnete. 35 enthielten sich. Hier waren 6 Stimmen ungültig. Mit der erforderlichen Mehrheit von 355 Stimmen ist also keiner der beiden Abgeordneten gewählt. Albrecht Glaser und Volker Münz haben die erforderliche Mehrheit nicht erreicht. Wir kommen zu den Ergebnissen der Wahl eines Mitglieds des Sondergremiums gemäß § 3 Absatz 3 des Stabilisierungsmechanismusgesetzes. Abgegebene Stimmzettel 672. Ungültig war keine Stimme. Mit Ja haben 243 Abgeordnete gestimmt. Mit Nein stimmten 365 Abgeordnete. 395 Abgeordnete, Dankeschön. Enthalten haben sich 34 Abgeordnete. Der Abgeordnete Peter Böhringer hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 355 Stimmen nicht erreicht. Er ist als Mitglied des Sondergremiums gemäß § 3 Absatz 3 des Stabilisierungsmechanismusgesetzes nicht gewählt. Wir kommen zum Ergebnis der Wahl eines stellvertretenden Mitglieds des Sondergremiums gemäß § 3 Absatz 3 des Stabilisierungsmechanismusgesetzes. Abgegebene Stimmzettel 670, ungültig war ein Stimmzettel. Mit Ja stimmten 231 Abgeordnete, mit Nein 403 Abgeordnete, 35 enthielten sich. Die Abgeordnete Dr. Birgit Malsack-Winkemann hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 355 Stimmen nicht erreicht. Sie ist als stellvertretendes Mitglied des Sondergremiums gemäß § 3 Absatz 3 des Stabilisierungsmechanismusgesetzes nicht gewählt. Das waren die Ergebnisse der. Ja, meine Damen und Herren, das waren sehr deutliche Ergebnisse. Zu allen Gremien sind die Kandidaten der AfD-Fraktion, die Sie hier sehen, durchgefallen. Offenbar
ist hier großes Nachdenken jetzt bei der AfD. Jetzt kommt aber das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zum Afghanistan-Einsatz. Der geführten Einsatz für die Ausbildung, Beratung und Unterstützung der afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte in Afghanistan. Das waren die Drucksachen 19.7726 und 19.8424. Abgegebene Stimmen 670, mit Ja stimmten 440 Abgeordnete, mit Nein 202, 28 enthielten sich. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Wir kommen zum Ergebnis über die Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Alexander Graf Lambsdorff, Grigorius Agelidis, Renate Alt und weitere Abgeordnete und der Fraktion der FDP. Zu der Beratung des Antrags der Bundesregierung Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte am NATO-geführten Einsatz für die Ausbildung, Beratung und Unterstützung der afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte in Afghanistan. Das betraf die Drucksachen 19.7726, 19.8424 und 19.8609. Abgegebene Stimmen 634, mit Ja haben 76 Abgeordnete gestimmt, mit Nein 496, es gab 62 Enthaltungen. Der Entschließungsantrag ist abgelehnt. Ja, meine Damen und Herren, soweit also die Ergebnisse der verschiedenen namentlichen Abstimmungen. Der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr ist sehr eindeutig vom Deutschen Bundestag verlängert worden. 440 von 670 Abgeordneten haben dieser Verlängerung zugestimmt. Anders sieht es aus mit dem Versuch der AfD-Fraktion, Abgeordnete ihrer Fraktion in diverse Gremien des Bundestages zu bekommen. Diese Versuche sind alle abgelehnt worden mit der Mehrheit der Stimmen der Abgeordneten. Das ist ein Vertrauensgremium gemäß der Haushaltsordnung. Das ist ein Vertrauensgremium gemäß des Bundesschuldenwesengesetzes. Und letztlich, besonders wichtig, ein Sondergremium innerhalb des Euro-Rettungsschirms. Fünf Abgeordnete der AfD-Fraktion haben versucht, in diese Gremien gewählt zu werden. Keiner von ihnen hat die erforderliche Mehrheit erreicht. Jetzt gibt es in der Tat hier die nächste namentliche Abstimmung, und zwar bezieht sie sich auf die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im Mittelmeer im Rahmen der Operation Sea Guardian, die ja hier gerade eben diskutiert worden ist. Wieder eine namentliche Abstimmung, so wie alle anderen Bundeswehreinsätze bzw. deren Verlängerungen namentlich abgestimmt werden. Wir wollen Ihnen auch jetzt, während hier die Abstimmung läuft, einen Ausschnitt aus der Debatte zeigen. Roderich Kiesewetter, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegin, Frau Präsidentin, Verzeihung, in bester Erinnerung, weil meine erste Rede hielt ich unter der Präsidentin Frau Pau. Bitte um Nachsicht. Ja. Das war zu Afghanistan im Jahr 2009. Ich erinnere mich noch gut. Aber auch heute sprechen wir nicht nur über Afghanistan, sondern auch über andere Einsätze. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die Frau Kollegin De Ridder hat sehr klar und umfassend den Einsatz beschrieben, über den wir heute sprechen, Sea Guardian. Ich möchte drei Aspekte herausheben, die für uns als CDU-CSU wichtig sind. Zum einen ist es eine Operation mit einem ganz eigenen Charakter. Blicken wir zurück. Die Ursprünge gehen zurück bis auf das Jahr 2001. Eine Artikel-5-Mission, Antiterror, sehr robust. Auf langes Drängen der Bundesregierung wurde nach vielen Jahren, wir fingen im Jahr 2012 an damit, im Jahr 2016 die Operation angepasst und ist keine Artikel-5-Mission mehr, sondern sie dient jetzt ganz anderen Zwecken. Frau De Ridder hat den ersten Punkt Lagebilderfassung sehr klar dargestellt. Hierbei geht es schlichtweg darum, ein Bild über das befahrenste Meer der Welt zu bekommen, um zu wissen, welche Schiffe sich von wo nach wo bewegen und womöglich auch mit welchen Lasten.
Die Operation ist nicht im Fokus. Wir haben im letzten Jahr durch diese Mission nur ein Schiff aufgebracht. Aber, und das sind die beiden anderen Gründe, die uns als Union für diese Mission stimmen lassen, sie bietet zwei Besonderheiten, die kaum eine andere Mission hat, insbesondere keine maritime Mission. Die Mission ist eine Plattform. Länder wie Australien, Georgien und Jordanien beteiligen sich daran, um mitzugestalten, wie maritime Sicherheit verfahren wird, wie im Bereich der maritimen Sicherheit auch die Seeraumüberwachung stattfindet und wie auch Ausbildung stattfindet, insbesondere für die Mittelmeeranrainer. Das ist der Aspekt der kooperativen Sicherheit, der Plattform quasi, die diese Operation bietet. Und der dritte Aspekt ist ganz klassische Sicherheitsvorsorge. Wenn wir wieder eine Eskalation im Mittelmeer haben, sei es durch Terrorismus, sei es durch eine Zunahme an Waffenschmuggel, sei es auch durch den Schutz kritischer Infrastrukturen, muss nicht erst mühsam eine neue Operation beraten werden, sondern dann dient die Operation Sea Guardian als Mantel. Die drei Gründe also: Lagebild, Plattform für kooperative Sicherheit und klassische Sicherheitsvorsorge im Falle einer Eskalation machen den Wesenskern dieser Operation aus. Deshalb stehen wir als CDU/CSU dahinter und ich bitte Sie deshalb um Zustimmung. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das war die Rede von Roderich Kiesewetter noch einmal zu diesem Bundeswehreinsatz im Mittelmeer, zur Verlängerung dieses Einsatzes. Sie sehen hier, die Abgeordneten stehen zum Teil noch an den Urnen, aber die namentliche Abstimmung über diesen Wunsch der Bundesregierung, den Einsatz verlängern zu lassen, ist fast zu Ende.